Frag ruhig, Casita. Welche Gedanken zu unseren Begleitern? In Palagina, I see a little something of myself, but she takes it to an unhealthy place. Without leadership and a mission, I think she would cease to exist. In Palagina sehe ich ein wenig von mir selbst. Sie verfolgt jedoch einen ungesunden Weg. Ohne Führung und Mission glaube ich, dass sie nicht mehr existieren wird. Aha. Noch was? Keep an eye on Maya. I'll say no more than that. Behalte Maya im Auge, mehr sage ich dazu nicht. Shoti is like a beautiful tree with poisoned roots. Her smile is the bark which hides the rot. Xoti ist wie ein wunderschöner Baum mit vergifteten Wurzeln. Ihr Lächeln ist die Rinde, welche die Fäulnis verbirgt. Okay. Seraphin has a large heart, but he hides it under foul language. This is something I can understand. Seraphin hat ein großes Herz. Es versteckt es jedoch hinter einer dreckigen Wortwahl. Ich habe Seraphin mittlerweile seit seinem tollen Freund durchschaut, den wir durch seine Todesfeuer gesucht haben. Von daher erzählt sie mir nichts Neues. Das ist etwas, was ich verstehe. Mhm. I do not hate Takehu for his arrogance. I only hate that he deserves it. Ich hasse Takehu nicht wegen seiner Arroganz. Ich hasse es nur, dass er es verdient. Naja, Takehu renkt sich langsam ein, jetzt wo er mit mir reist. Also lernt, wie es wirklich ist im Todesfeuer. Always Constantine hovers over me, asking to recommend him exciting books. As if I would ever touch fiction. Constantine weicht mir nicht von der Seite und fragt mich ständig, welche spannenden Bücher ich ihm empfehlen kann. Als ob ich jemals Fiktion in die Hand nehmen würde. Sie spuckt aus. Okay. Your friend Aloth carries himself with confidence. But to me he seems like a small animal in search of shelter. Das wirkt da auf mich eigentlich auch. Das ist eher Iselmir, die selbstsicher ist. Ja, weil sie sagt, dein Freund Aloth gibt sich ziemlich selbstsicher. Auf mich wirkt er aber eher wie ein kleines Tier auf der Suche nach einem Unterschlupf. Seraphin has a large heart. Kennen wir? Your friend Aloth. Keep an eye. I do not hate Shoti. In Palagina. I do not hate in Palagina. Shoti. Seraphin has your friend Aloth. Always constant. Keep an eye on your friend. I do not hate Seraphin has always constant. In Palagina. Shoti. Keep an eye on Shoti. In Palagina. Seraphin has always constant. Keep an eye. Your friend. I do not hate. Keep an eye. Shoti. Naja, okay. Your friend I do not hate Seraphin has always constant and hot Seraphin keep an eye your friend Aloth. Okay. Sie hat nichts über Idea zu sagen. Hm? Was hat eigentlich Idea so doch zu sagen? Was hast du auf dem Herzen? Wie gefällt es dir im Todesfeuer? Different. Especially compared to Gilded Vale, where there's more livestock than shovels. Die Luft ist anders, besonders im Vergleich zum vergoldeten Tarn, wo es mehr Vieh als Schaufeln gibt. Sounds different too. You wake up to all those bird calls, it really does sound like they're making music. Es hört sich auch anders an. Man wacht zu all diesen Vogelrufen auf und es hört sich so an, als würden sie musizieren. If the birds woke you in Gilded Vale, it was usually a couple crows making the strange thing is. Okay, machen wir uns auf den Weg. Hat Xoti noch was zu sagen? Wir können nach Albträumen fragen. I never knew nothing. No need to fiddle foot around. Sure thing, watch. Gut. Okay, nach viel Gelaber gehen wir jetzt gleich in einem der Gebiete oder reden wir doch mit den beiden? Reden wir doch mit den beiden. Hey you, glad we finally get a chance to talk one on one, away from the rest of the rabble. Hey du, schön, dass wir endlich Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch haben. Weg von der restlichen Bagage. Tane schiebt seine Hände in die Tasche und zwinkert dir zu. I can hear you, Tane. I'm right here. Ich kann dich hören, Tane. Ich bin nicht so weit weg. It's good that we're on the same page with all of this. Gut, dass wir uns einig sind, was all das hier angeht. Er breitet seine Arme aus, um auf die gesamte Kammer zu deuten. You know, wow, and his great big body. Du weißt schon, Wayne und sein riesengroßer Körper. Eigentlich habe ich noch nicht entschieden, was ich in der Sache unternehmen will. Sicher, Tane. Diskret nicken, sag nichts. Nehme ich die Eins. Really? Well, here's a little advice from Tane. I would try really, really hard to figure that out. And soon. Wirklich, Tada, ist ein guter Rat von Tane. Ich an deiner Stelle würde wirklich, wirklich angestrengt versuchen, mir darüber klar zu werden. Und zwar bald. Er nickt. Between the two of us, I did a little exploring of my own before you showed up. Nur unter uns, ich habe schon mal eine kleine Erkundung zugewagt, bevor du aufgetaucht bist. Während er redet, bedeckt er eine Seite seines Mundes, doch seine Stimme hallt durch die ganze Kammer. You haven't been to the collections yet, have you?
It's just down that way. You'll hate it. Du warst noch nicht in der Sammlung, oder? Einfach diesen Weg entlang. Es wird dir nicht gefallen. There's a bunch of different people trapped in there. Lots of Kith in some kind of stupor. I think they've been here a long time. Das sind alle möglichen Leute eingesperrt. Etliche Gestande, die irgendwie betäubt sind. Ich glaube, sie sind schon eine ganze Weile hier. Wir müssen sie rausholen. Schläfrig ist zerbrochen. Das ist das dein Werk. Ist jemals in den Sinn gekommen, dass sie vielleicht aus gutem Grund eingesperrt sind? Nehmen wir mal die zwei. Kids blame Imps for everything. Hä, gestandene Imps geben Imps für alles die Schuld. Schläfrig ist zerbrochen. Das macht eine rüde Geste. The prisoners. It's like this place tore out everything that made them them and left a bunch of statues behind. Except statues don't usually shamble around and cry. Die Gefangenen, es ist, als hätte dieser Ort alles aus ihnen herausgerissen, was ihre Persönlichkeit ausgemacht hat, und einen Haufen Statuen zurückgelassen. Nur, dass Statuen normalerweise nicht umherschlurfen und heulen. Take this. It's a spell that should wake the prisoners up again. Just make sure you read it somewhere, they'll all hear it. Nimm das, es ist ein Zauber, der die Gefangenen wieder aufwecken sollte. Du musst nur dafür sorgen, dass du ihn liest, wo ihn auch alle hören können. Dieses Pergament wurde ziemlich schlampig mit Arkanen-Runen, Zeichnungen von Tieren und Übungsversion von Tains Unterschrift bedeckt. Tain denkt, der Zauberspruch könnte den Gefangenen der Sammlung dabei helfen, ihre Erinnerungen zurückzugewinnen. Vorausgesetzt, die Worte werden an einem Ort gesprochen, wo alle Gefangenen sie zur gleichen Zeit vernehmen können. Mhm. Ja, wir können sie auch einfach töten, ihnen eine andere Art des Friedens geben. Sag's nichts. Du meinst so wie auf einer Bühne? Use your imagination. Benutze deine Fantasie. Tain lächelt, zuckt mit den Schultern. Head west out of this fine antechamber and the collections are right down the stairs. Can't miss it. Ich verlasse diese feine Vorkammer in Richtung Westen. Die Sammlung ist gleich die Treppe runter. Du kannst sie nicht verfehlen. Wir werden sie befreien, Tain, du und ich. Wozu brauchen die versteinerten Hallen willenlose Sklaven? Was genau bewirkt dein Zauber? Ich denke darüber nach, aber ich verspreche nichts. Was genau bewirkt dein Zauber? Let me try and put it in terms we both understand. This place has a way of unplugging people's heads and letting the memory stuff drain out. Hey, lass mich versuchen, es so zu formulieren, dass wir beide es verstehen. Dieser Ort zieht den Leuten gewissermaßen die Stöpsel aus dem Kopf und lässt die Erinnerungen rausfließen. All that stuff kind of blends together. The memory of someone's first kiss gets stuck to the memory of the price of hagfish. Und das ganze Zeug wird ein einziges Gemisch. Die Erinnerung an den ersten Kuss vermischt mit den Erinnerungen an den Preis von Schleimaal. Okay. My spell gathers the memory stuff into kith-sized chunks and stuffs them back into people's heads. No one leaves with the same memories they came in with, but at least everyone gets an equal slice. Super. Mein Zauber sammelt die Erinnerungen zusammen, teilt sie in Blöcke in gestandenen Größe auf und steckt sie den Leuten in die Köpfe zurück. Die Leute verlassen diesen Ort nicht mit denselben Erinnerungen, mit denen sie ihn betreten haben, aber zumindest kriegen sie alle gleich viele Erinnerungen zurück. Das heißt, nachher hat Typ A die Erinnerungen von Frau B. Vor allem die unschönen Erinnerungen. That sounds neither responsible nor wise, even for a circle archmage. Das hört sich unverantwortlich und unklug an, selbst für die Verhältnisse der Erzmagier des Zirkels. Alof reift sich die Schläfen und seufzt. This sound right to you, Watcher? Shouldn't we be guiding these poor souls towards the light? Hört sich das für dich richtig an, Wächter? Sollten wir diese armen Seelen nicht zum Licht führen? Tain wants us all to be as mad as he is. Tain will, dass alle so verrückt werden wie er. Fasina reibt sich die Stirn. Sorry if I got a little technical there. Tut mir leid, weil ich ein bisschen zu sehr ins Detail gegangen bin. Ja, kommt es hier nicht unfahrtlich vor, den Leuten zu welchen Erinnerungen einzutrichtern? Of course not. See, a brain needs memories like a sewer needs waste. Without the waste, it's all just tunnels. Natürlich nicht. Es ist ja so, ein Gehirn braucht Erinnerungen wie ein Abwasserkanal das Abwasser. Ohne Abwasser ist es bloß einfach ein Boden. Oh Gott. Give it a little time and these prisoners will be their old selves again. Just with some extra fun. Maybe someone will wake up and realize they can play the harpsichord or speak Valian. Gib mir etwas Zeit und schon bald werden die Gefangenen wieder sie selbst sein. Nur etwas mehr Spaß dabei haben. Vielleicht wird jemand aufwachen und feststellen, dass er plötzlich Cembalo spielen oder Valianisch sprechen kann. Wouldn't that be a nice surprise, huh? Wäre das sicher eine schöne Überraschung? Wozu brauchen die versteuerten Hallen willenlose Sklaven? Maybe they knew too much? Rare information seems to be the currency of this place. Vielleicht wussten sie zu viel. Seltene Informationen scheinen hier ja eine Art Währung zu sein. Ja, Whale ist ja was. Lügen und Wahrheit und Information und Unwissen betrifft ja so der große Macker.
Also du kannst irgendein Buch nehmen, das von Wales Priester geschrieben wurde und dann raten, was davon wahr ist und was davon falsch ist. So nach dem Motto, die Nacht ist dunkel, der Mond scheint hell. Ich würde vorschlagen, dass du die Gefangenen selber fragst, aber sie sind nicht gerade gesprächig. Wir werden sie befreien, Tane, du und ich. Ich hoffe, du kannst etwas Gutes da unten. I hate to see so many people without a single good idea between them, you know? Like the Deerwood. Er spricht da weit, wenn's Vermächtnis an. Ja, super. Ich hoffe, du kannst ohne etwas Gutes tun. Ich hasse so viele Leute, ohne einen einzigen gescheiten Gedanken im Kopf auf einem Haufen zu sehen, weißt du? Erinnert mich an den Dürrwald. Tane verschreckt die Arme und seufzt. Deerwood has plenty of fine ideas. Most involving fire and things you can set on fire. Okay, entweder hat Edea die Pointe nicht verstanden oder ich habe zu viel hineininterpretiert. Die Dürrwälder haben viele Gedanken, die meisten haben mit Feuer zu tun und mit Dingen, die man damit anzünden kann. This guy right here. What a sport. Dieser Typ da, was für ein Typ. Tane zeigt auf Edea. Du bist nicht so akademisch wie deine Kollegen. Irgendwelche Gedanken zu deinen Kollegen im Zirkel? Wie bist du ein Erzmagier geworden? Du willst den Titan wirklich wecken? Was weißt du über Wales Körper? If there was a day in Wizard College when they talked about god bodies, I might have slept through it. An dem Tag in der Zauberschule, an dem ich über Gottes Körper gesprochen wurde, muss ich geschlafen haben. Gott. Der Typ macht mich fertig. Based on what we've seen, I'd say Maura used this place to nail down her tentacle spells. Lucky her. There's tons of inspiration here. Anhand dessen, was wir gesehen haben, würde ich sagen, Maura benutzt diesen Ort, um ihre Tentakelzauber zu finalisieren. Schön für sie, hier gibt es haufenweise Inspiration. Du willst den Titan wirklich wecken? What? The prospect of sending a mountain of eyes and tentacles to wrestle Aethys isn't enticing enough for you? Was denn? Ist die Aussicht darauf, einen Berg aus Augen und Tentakeln auf Aethys zu hetzen, etwa nicht verlockend für dich? Tane kichert leise. Wouldn't it be boring to let a body like that molder and rot? I think we can do better. I think Aora deserves better. Wäre es nicht langweilig, einen Körper wie diesen einfach verrotten zu lassen? Ich glaube, das können wir besser. Ich glaube, Aora verdient etwas Besseres. Even if it knocks over a castle or two, I think the fun will justify the cost. Selbst wenn er ein oder zwei Burgen umwerfen sollte, glaube ich, dass der Spaß das mehr als wert sein wird. Welcher Spaß? Says a wizard who clearly ain't ever had a castle. Sagt der Zauber, der hat noch nie eine Burg gesehen. Der eindeutig noch nie eine... Ach so, eine Burg hatte. Sagt der Zauber, der eindeutig noch nie eine Burg hatte. Wo habe ich jetzt das gesehen da rein interpretiert? Interessiert Xoti das Kind, weil der weltgewandt ist? Wie bist du Erzmagier geworden? Mein Vater hat mir alle besten Kollegen donated. Ich habe ein paar freie Degrees gewonnen, bis ich etwas fand, was ich gut war. Mein Vater hat all den besten Akademien großzügig gespendet. Ich bekam ein paar Diplome geschenkt, bevor ich etwas fand, in dem ich tatsächlich gut war. Tane is an insult to the very concept of scholarship. Tane ist eine Schande für die Prinzipien der Gelehrsamkeit. We all learn differently, my handsome friend. I got where I am by focusing on the things I do well and never challenging myself beyond that. Secret to success. Wir alle lernen unterschiedlich, mein gut aussehender Freund. Ich bin dahin gekommen, wo ich jetzt bin, indem ich mich auf das konzentriert habe, was ich gut kann und mich niemals über meine Grenzen hinaus gefordert habe. Das Geheimnis meines Erfolgs. I owe a lot to my father, including an apology. He always said he wanted an archmage in the family. Kind of backfired when I dropped the surname. Ich schulde meinem Vater einiges, nicht zuerst eine Entschuldigung. Er hat immer gesagt, dass er sich einen Erzmagier der Familie wünscht. Hat nicht ganz geklappt, nachdem ich meinen Nachnamen geändert habe. It's just Tane now. Hi. Mittlerweile bin ich einfach nur mehr Tane. Hallo, er lächelt. Du bist nicht so akademisch wie deine Kollegen. Thank you. Wait, that was a compliment, right? Danke, Moment, das war doch als Kompliment gemeint, oder? Wie kann jemand so... Der hat doch eine Intelligenz von 5, oder? Wie kann so einer Magier sein? Ich weiß, dass ich nicht recht zum Rest dieser Bücherwürmer passe, aber ich habe das Herz am rechten Fleck. Er hält seine Hand über sein Herz. Thinking is a big waste of time when you've got raw, unvarnished instinct on your side. If I worried about research, safety or ethics, I never would have cast the first chaotic orb. Nachdenken ist eine Zeitverschwendung, wenn man den puren und verfälschten Instinkt auf seiner Seite hat. Wenn ich mir über Forschungssicherheit oder Moralgedanken machen würde, hätte ich niemals die erste Chaoskugel gezaubert. You do know about my chaotic orb, right? That's my spell.
It was really popular when I got it into circulation. Du kennst doch meine Chaoskugel, oder? Das ist ein Zauberspruch. Als er im Umlauf gekommen ist, war er ziemlich beliebt. Alof könnte ihn kennen. Lustiger Zauber, oder? Siehst du hier etwa irgendwo ein Zauberbuch oder so? Ich bin kein Zauberer. Niemand interessiert sich für deinen Zaubertee. Du kennst den Zauber nicht, wahr, Fasina? Fragen wir mal Alof. Yes, it's very round. Ja, sehr rund. Oh, good. I was concerned for a second there. Oh, gut, einen Moment habe ich mir Sorgen gemacht. I worked really hard on that orb. First time I ever applied myself. Once wizards started using it all over the world, there was all this talk and fanfare. Have you seen this thing? Look at it go! Those were good times. Ich habe wirklich hart an dieser Kugel gearbeitet. Es war das erste Mal, dass ich mich bei etwas angestrengt habe. Und dann haben sie Zauberer auf der ganzen Welt benutzt. Es gab all das Gerede und Trara. Habt ihr das gesehen? Seht nur, wie das abgeht. Das waren gute Zeiten. These days, no one asks if I'm that tame anymore. They don't tell you in Wizard College that achievement can seem downright underwhelming.